Hallöchen, im heutigen Gameplay sprechen wir ein klein wenig über Call of Duty Cold War. Wir haben ja ein Update reinbekommen mit neuen Karten, neuen Modi und vielen weiteren mehr. Auch in Warzone wurden Waffen runtergenervt, paar Spielefehler behoben, aber da haben wir eine schlechte Nachricht. Man kann noch immer out of map mit einem Slim klitschen, das wurde leider nicht behoben und naja, ein paar weitere schlechte Nachrichten hätte ich auch heute für euch. Aber auch ein paar Leaks und ein paar neue Ankündigungen für neue Waffen und neuen Content. Und natürlich mit dabei wäre der neue Liga-Mode, darauf haben viele Leute lange gewartet und nur noch 40 Tage, dann wäre er eventuell schon da. Da hätten wir aber gute und wieder schlechte Nachrichten. Wegen Skill-Based Matchmaking, wird's runtergeschraubt oder nicht? Ich hoffe mal, dass die da eine kleine Änderung vornehmen werden für den Ranglisten-Spiel-Mode, weil wenn man Multiplayer spielt, hat man eh jede Runde gleich gute Gegner in etwa. Und ja, dann hat jeder auch einen Shopper in der Luft. Auch ein bisschen nervig und ich werde da mal gucken, was die dann auch machen werden. Darüber sprechen wir aber gleich mehr. Dann hätten wir natürlich nochmal eine Ankündigung, eine neue Multiplayer-Karte wird erscheinen am 4. Februar, nämlich die Express, eine Remake-Karte, die ihr schon kennen werdet. Und noch mit dabei wäre dann eine neue Zombie-Karte, darauf haben viele Leute lange gewartet. Und ein neuer Modi wurde auch angekündigt, nämlich hier Sniper Rifle Only bei TDM und Herrschaft. Bedeutet, wenn ihr eure Barrett hochladen wollt, der perfekte Modi dafür. Tja, natürlich wurden noch ein paar Waffen geleakt, hier die Truganoff wurde gefunden. Dann natürlich hier noch hier die Rack 9 und die Galil, die wird aber Graf genannt, wie in BO4 in etwa. Aber ob die Waffen wirklich reinkommen werden irgendwann, wurde noch nicht bestätigt. Die Waffen wurden nur geleakt und in den Daten gefunden und werden schon im Spiel eingebaut. Aber ich denke mal, die Waffen werden bald eventuell reinkommen. Natürlich hätten wir noch eine kleine Roadmap mit neuen Inhalten, die gucken wir uns gerade mal an. Und darauf zu erkennen wäre eine Menge Content. Natürlich in der Mitte der neue Operator, eine neue Wunderwaffe 115 für die neue Karte Fireball Zed am 4. Februar. Und ja, wir haben einfach mal alle Inhalte wegblenden, wie wir schon haben. Wäre noch hier Express mit dabei, Liga-Mode, der Scharfschützen-Mode und der neue Operator nächste Woche. Naja, nicht viel Content wirklich. Und die neuen Inhalte, die reinkamen, habe ich natürlich hier schon vorgestellt live, hier gestern in der Live-Übertragung. Mit dabei wäre natürlich hier der neue Modi Atomkoffer. Im Englischen finde ich den Namen viel cooler, nämlich Dropkick. Dort müsst ihr nämlich den Koffer hier aufheben, verteidigen mit euren Leben und dann am Ende bekommt ihr den Nuke, wenn ihr hier gewonnen habt. Ne relativ cooler Modi, der eigentlich ein Remake darstellt von den Modi Verteidiger, wenn ihr den noch kennt mit der Flagge. Dann hätten wir hier noch die neue Karte für Feuertruppen dabei, nämlich die Karte Sanatorium. Paar Runden drauf gespielt, ja, geht in Ordnung, aber natürlich eine gute, kleine, wichtige Neuigkeit. Die ganzen Karten von Feuertruppen natürlich, hier Rooker, Albin und hier Sanatorium, eventuell noch eine weitere Karte, die bald reinkommen wird. Die werden dann nochmal hergenommen, verschmolzen, noch ein bisschen Fill-Content mit rein. Und dann wird daraus die neue Warzone-Karte gebaut. Und die neue Battle Royale-Karte wird dann wahrscheinlich bald erscheinen, April oder März in etwa, wie immer bei Warzone. Ich finde es aber ein bisschen schade, weil im Blackout hatten wir immer jeden Monat hier eine Map-Änderung, neue Inhalte drin bei der Karte, die Karte wurde verändert. Und hier in Call of Duty Cold War und Warzone, ich weiß nicht, da warten wir echt lange auf neuen Content und ich finde es persönlich nicht mal gut, wenn ich ehrlich bin, was die da machen. Aber lieber eine komplett eigene, neue Karte. Apropos neu, ja, momentan haben wir hier auch aufgeputscht drin für Zombie-Mode. Wir können auch momentan Zombie-Mode runterladen für 0 Euro, wenn ihr kein Cold War habt, gerne probieren. Und dann hätten wir bis nächste Woche nochmal doppelte Waffen-EP für Zombie-Mode, Warzone und auch für den Multiplayer. Natürlich für den Multiplayer wären noch ein paar neue Modi mit dabei, die dann noch geleakt wurden, die aber noch nicht reinkommen. Waffenspiel wurde geleakt, ein im Lauf und auch infiziert, gleich die Cranked, den wir momentan für die Untoten haben. Der Modi könnte eventuell dann auch bald reinkommen für den Multiplayer. Da könnt ihr momentan echt gut leveln, aber wenn ihr natürlich eine neue Waffe freischalten wollt. Die kleineren Katana, Wakizashi genannt, die könnt ihr momentan freischalten im Multiplayer. Dafür Feinde vollstrecken, ihr dürft nicht quitten, ein paar Runden damit hier beenden und fertig. Natürlich hier die ganzen Neuigkeiten, Leaks und Ankündigungen werde ich unten nochmal für euch verlinken, könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber ein Thema hätte ich ja natürlich noch für euch heute hier parat, nämlich hier der Liga-Mode. Viele warten drauf, wir warten hier noch in etwa 40 Tage dafür. Dann kommt er natürlich rein und da hätten wir gute und schlechte Nachrichten. Und wir fangen direkt an mit den schlechten Nachrichten wegen der Liga-Mode. Wahrscheinlich wird der Liga-Mode hier Skill-Based Matchmaking, SBMM, nicht verschwächern und wird wahrscheinlich noch immer im Public drin vorhanden sein. Bedeutet, ihr werdet noch immer im Public normal Liga spielen und ja, rein tryharden für jede Runde. Wir haben ja schon gefühlt Liga-Mode in normalen Multiplayer drin und da wird nicht viel geändert. Da noch eine andere Neuigkeit, wir werden natürlich hier momentan über die Tracker-Apps natürlich hier informiert. Viele YouTuber meinten ja, man kann ja durch eine App hier nachgucken, welchen Rang die Leute haben, wie viele Punkte die machen und. Die Tracker-Apps wurden momentan auf privat gestellt, bedeutet ihr könnt momentan euer Account privat machen, dann könnt ihr dann nicht mehr nachgucken, ob jemand cheatet oder nicht oder ob ihr leichte Gegner findet. Und ja, im Klartext, wir werden wahrscheinlich dann ja keine richtigen Neuigkeiten darüber bekommen wegen Skill-Based Matchmaking, da die Entwickler nicht drüber reden wollen anscheinend.
Und ja, anscheinend werden Cheater, die hier Reverse Boosten, Neffen-Account machen und Co. anscheinend nicht gebannt, weil die das einfach verheimlichen. Tja, cool gemacht. Eine Neuigkeit wegen Liga-Mode, aber die eventuell gut wäre, wir bekommen wahrscheinlich dann wieder Belohnungen. Bedeutet für einen hohen Rang, für viele Runden, die ihr spielt, für gute, hohe Ränge in der Weltrangliste, werdet ihr dann belohnt mit Embleme, Waffenanhänger, Waffenbaupläne, Operator vielleicht oder Call of Duty Punkte. Wäre eine coole Möglichkeit mit Call of Duty Punkten, dann könnte man endlich den überteuerten Shop hier mal freikaufen, ohne echt Geld, weil 19,99 € für einen Waffenbauplan, schon eine kleine Frechheit. Aber gut, meine Freunde, wenn ich weitere Neuigkeiten habe, werde ich darüber nochmal ein Video machen, natürlich euch darüber berichten. Und wenn euch mein Video gefallen hat und ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren für weiteren Call of Duty Cold War Update, Content und natürlich, wenn ihr Bock habt, gerne hier ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Dann, meine Freunde, haut rein!